Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder an dem Kreuze sieht. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen's, ja, der Herr kommt bald. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen's, ja, der Herr kommt bald. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Das wollen wir Ihnen mitteilen, auch dieses schöne Bild. Die Morgenröte von Franken auf dem Weg nach Ösnitz ins Vogtland. Ja, die Natur ist immer ein Wunder, nicht nur in der Adventszeit. Aber da dürfen wir besonders auch an die Wiederkunft unseres Herrn denken, die er vor 2000 Jahren sich senden hat lassen, aber auch jetzt hier eben kommt, um eben ja, seine gläubigen Kinder abzuholen. Und dann wird sich zeigen, dass Gottes Plan immer Meisterwerk ist, dass Gottes Hilfe nie zu spät kommt. Ja, wir haben morgen den Vortrag mit Bruder Dieter Weinsdörfer um 19 Uhr. Bereit für den großen Advent. Und da wird es auch darum gehen, ob wirklich die Herzen ja, vorbereitet sind auf die Wiederkunft. Ja, wie wir in unseren Herzen umgehen und wie wir die Entscheidungen treffen. Und da muss sich jeder selber prüfen, wo er da so steht, aber damit der Herr einfach wirklich die Entscheidungen trifft oder ob der Glauben zur Routine geworden ist. Und wir wollen Ihnen einfach Mut machen zu sagen, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Das wünschen wir Ihnen. Wir bedanken uns auch für die Gebete. Der Lukas, der ist auch ein Stück krank, hat auch mit Hals und mit der Stirn ein Stück Schwierigkeiten, aber bis morgen kann der Herr auch da noch Wunder tun. Danke dafür auch für die Gebete, die werden heute verteilen in die Briefkästen. Morgen haben wir Kundgebung im Blauen von 13 Uhr bis um 17 Uhr. Auch da freuen wir uns. Ja, nur zur Information, ich hatte auch ich glaube, der Dienstagmorgen war es gewesen, haben wir noch Schneedienst gehabt bei uns hier in Fürth. Und dann hatte ich mit Nachbarn gesprochen, wo seine Mutter auch im Pflegeheim ist, auch in Blauen. Und dann kommen wir so ins Gespräch, weil er so in Markleuden wohnt. Und ja, wunderschön dieses Bild, wenn wir das so anschauen, können wir einfach die Gnade Gottes erkennen. Und das wünschen wir Ihnen, wenn Sie das so sehen, dass Sie wirklich sagen, ein Mensch kann sowas nicht entwerfen, er kann sowas nicht gestalten, er kann es nur genießen. Aber er sollte sich auch bei dem bedanken, der es erschaffen hat. Ja, nochmal kurz zurück, bei den Nachbarn da beim Schneeschieben, wo wir dann so ins Gespräch kommen sind, dass er in Markleuden wohnt, dass er immer nur ein paar Tage im Monat vorbeikommt. Und dann hat man eben gesprochen, auch wie wir vor ja, knapp 3 Wochen Büchertisch hatten. Und dann hat er uns stehen sehen, damals waren auch die Christen immer uns, die Kaffee verteilt hatten. Und so oft, so klein ist oft manchmal die Welt, von daher mache ich Ihnen Mut, sprechen Sie mit den Nachbarn. Ja, wenn wir das nicht tun, ich sage, was macht das Leben für einen Sinn? Auch wenn wir Christen sind oder Muslime, wir sprechen nicht, dann ist unser Leben armselig. Ja, wir machen Ihnen Mut, sprechen Sie mit den Nachbarn, ob sie die besten Freunde sind oder nicht, oder ob sie es kennenlernen. Ja, das ist wirklich ein Segen, auch zu wissen, wo der Nachbar vielleicht Probleme hat, wo man ja, für ihn beten kann, wo man ihn segnen kann, wo man ihn auch dienen kann, wo man ihn auch anbieten kann, dass man den Schnee vielleicht schippt. Ja, das wollen wir Ihnen sagen. Auch gestern Abend haben wir Bibelkreis durch die Verschiebung, eigentlich wenn wir lange schon in Ostdeutschland gewesen, aber weil der Lukas auch krank war, haben wir das so verschoben. Jetzt ist die Zeit kürzer, aber der Herr Jesus Christus wird dennoch einladen und ja, da machen wir Ihnen auch Mut zu sagen, ja, wer den Herrn vor Augen hat, der kommt nicht zu kurz im Leben. Und ja, es war einer da, der muslimischen Hintergrund hat, aber der wusste, dass 4 Generationen vorher, dass seine Vorfahren jüdisch waren, vom Kosovo. Und er hat uns erzählt von Zwangsislamisierungen, was da passiert auch, ja, nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch drumherum. Und es ist schön, dass es Menschen gibt, die einfach aufmerksam sind, die wirklich die Zeichen der Zeit beobachten, welche Pläne das auch der Islam hat, ob das wirklich eine friedliche Religion ist oder ob man schauen kann, wo die Christen wohnen. Ja, haben die Muslime auch die Freiheit, den Glauben auszuleben, aber in jedem muslimischen Land
es ist schwierig, dass ein Christ den Glauben ausleben kann. Und da wünschen wir Ihnen wirklich, dass Sie zum Nachdenken kommen, wenn Sie in Europa kommen, wenn Sie das Video anschauen, dass Sie sagen, wenn Sie in Freiheit wohnen, lesen Sie die Bibel, schätzen Sie die Bibel und geben Sie die gute Botschaft weiter. Wir verteilen die gute Saat. Wir hoffen, dass das auch bei Ihnen möglich ist. Wenn Sie Literatur brauchen, sagen Sie Bescheid, dann schicken wir Ihnen gerne was zu. Aber der Herr Jesus Christus, er schenkt nur dieses Leben, weil die Sünde uns trennt. Gestern hatte ich auch mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ja, sie versucht gut zu leben und die Gebote einzuhalten. Aber sie hat dann recht schnell erkannt, dass die Sünde uns ja vor Gottes Heiligkeit eben trennt, dass der Mensch den Himmel selber nicht verdienen kann. Und ja, wenn Sie das wissen, geben Sie das weiter, dass der Mensch durch seine Lebensgewohnheit nicht besser werden kann, dass der Mensch nur aus Gnade gerettet wird. Danke dafür, auch wenn Sie für dieses Wochenende in Hölznitz beten, dass man durch Gottes Gnade eben ja, den Auftrag Gottes leben können.